Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema und wir beschäftigen uns mit der elektromagnetischen Verträglichkeit. Jetzt wissen wir alle möglichen Kopplungsarten. Jetzt können wir uns überlegen, ja, was können wir dagegen tun? Ja? Gegenmaßnahmen zur EMV. Nun, eine gut geeignete Gegenmaßnahme ist HF-gerechtes Design. Was heißt das? Bau so auf, dass möglichst wenig abgestrahlt wird. Ja? HF-gerechtes Design. Leitungsführungen, Leiterplatten und so weiter so aufzubauen, dass diese Abstrahlung und Empfindlichkeit auf Einstrahlung oder Feldempfindlichkeit, nennen Sie es nicht gleich Strahlung, sondern Feldempfindlichkeit möglichst gering ist. Ja? Also Leitungsführungen, und Leiterplatten so gestalten, dass Feldempfindlichkeit gering wird. Also auf Leiterplatten lässt man dann zum Beispiel recht viel Kupfer stehen oder so irgendwas. HF-gerechtes Design. Gut, gelingt nicht immer. Was mache ich dann? Gelingt das nicht, muss ich schirmen. Okay? Schirmung. Wenn es noch immer zu viel Strahlung gibt, spanne ich mir einen Sonnenschirm auf. Ja? Passt. Ja? Oder ich schmiere mich mit der Sonnencreme ein, ja? Dann schirme ich meine Haut vor der UV-Strahlung. Schirmung. Gut, eine elektromagnetische Schirmung im kleineren Frequenzbereich, ja? Unterscheidet man zwischen magnetischer Schirmung und elektrischer Schirmung. Kleinerer Frequenzbereich, das ist so unter 3 MHz. Kann man sagen, okay, da ist die Unterscheidung sinnvoll. Darüber schirmen wir gegen elektromagnetische Felder, heißt es. Das Prinzip ist aber immer relativ ähnlich. Im unteren Frequenzbereich, ja, bei kleinen Frequenzen, schirmen wir das elektrische Feld, bei kleineren Frequenzen, F kleiner 3 MHz, dass wir gleich mal ein Gefühl bekommen, was ist eine kleinere Frequenz, gell? F kleiner 3 MHz, gibt es eben magnetische Schirmung durch magnetisch gut leitfähiges Material, gell? Also μr soll sehr groß sein, da gibt es zum Beispiel die μ-Metall-Legierung. Das ist im Wesentlichen ist das Nickel und Eisen. Dann ist, unterscheidet sich ein bisschen, ist ein bisschen ein Chrom drin, ein bisschen ein Molybden. Nickel und Eisen, ja, Nickel-Eisen-Legierung mit zusätzlichen Legierungsbestandteil, das hat μr von größer 50.000. Ja. Und kann aufgehen, 140.000. Das ist schon Mühe. Ja? Diese führen magnetische Felder relativ gut. Das heißt, wenn ich da irgendwie so praktisch so einen Mühlmetallring habe und da draußen ist das magnetische Feld, was halt irgendwo da so ist, dann zahlst du es da rein und dann wird eigentlich schon relativ viel von dem Feld da drinnen geführt, muss man sagen. Ja, das zahlst du da ganz schön zusammen. Durch das hohe μr kann das dieses magnetische Feld sehr gut führen. Ja. Und der innere Bereich ist praktisch feldfrei.
genauso funktioniert es natürlich in die andere Richtung auch, gell? Dann ist halt das äußere fehlfrei. Außen und innen ist ja nur eine Definitionssache. Ja? Also dieses Feld wird dadurch relativ gut abgeschirmt, dieses mit diesen hohen Permeativitäten. Ja, okay. Nachteil. Dieses Müller, das ist frequenzabhängig. Ja? Je höher die Frequenz ist, desto kleiner ist das Müller. Ja? Also das da sinkt mit steigender Frequenz. Das heißt, irgendwas, was bei relativ geringer Frequenz ganz gut funktioniert, muss nicht heißen, dass das gut funktioniert bei höheren Frequenzen. Da wird nämlich das Müller irgendwie höher als frequenzabhängig. Okay, lassen wir es dabei. Dann auf einmal höhere Felder, rauschen. Oh, das gesehen, wie es durchrauscht. Ja? Rauschen da einfach durch und das war's. Ja? Nun, wie schirmt man nun höhere Frequenzen? Da gibt es etwas, was uns hilft. Im leitfähigen Material brauchen wir leitfähiges Material. Ja? Warum brauchen wir leitfähiges Material? Weil uns hilft da sogenannte Wirbelströme. Okay? Wirbelströme, die bilden sich im Material, wenn es sich ein hohe Frequenzen bedeutet, eine hohe zeitliche Änderungsrate. Und diese hohe zeitliche Änderungsrate induzieren in dem Material eben irgendwelche Felder. Also wenn ich mir da vorstelle, das ist die Materialoberfläche, ja, und da kommt das Feld herein, ja, dann erzeugt mir das hier an der Materialoberfläche, erzeugt es mir elektrische Felder. Ja? Die Änderungsrate des magnetischen Feldes erzeugt mir elektrische Felder. Und wenn ein elektrisches Feld in einem leitfähigen Material vorhanden ist, dann kommt es zur Ladungsträgerbewegung. Und diese Ladungsträgerbewegung, da drin entstehen dann so Wirbelströme. Ja? Wirbelströme. Wirbelstrom. Die entstehen da an der Oberfläche. Und die schwächen dieses Magnetfeld ab, weil die Wirbelströme entstehen ja genau. Das Material wehrt sich gegen die Magnetfeldänderung. Die Wirbelströme entstehen genauso, praktisch gegengleich, ja, dass es ein Gegenfeld aufbaut. Und jetzt, wenn ich da habe, praktisch einen gewissen Pegel, na, dann sinkt er da drin ab. Ja, wird immer weniger. Ja. Schirmwirkung durch Wirbelströme. Okay? Und natürlich, man kann sich halt so vorstellen, dass wenn da heraus ist ein großes Feld, da entstehen große Wirbelströme und da drin sind immer kleinere Wirbelströme, wenn man es so haben will, und diese Feldschwächung wird immer geringer. Ja? Also da gibt es die Wirbelstromdichte, ja? Und da gibt es eben dann, das fällt auch so ab. Ja? Am Anfang sind es große Wirbelströme und dann werden sie immer kleiner. Und das ist der sogenannte Skin-Effekt, dass halt außen mehr ist. Und da gibt es irgendwo, gibt es dann die Eindringtiefe oder Skin-Tiefe Delta. Ja. Und die ist 1 dividiert durch Pi mal F mal μ mal Gamma. Wurzel drüber. Gamma ist die Leitfähigkeit des Materials. Okay, wenn es gut leitfähig ist, ist das Delta relativ gering, wird dünn. Dann trinkt das, was heißt das, wenn das Delta gering ist? Ist das magnetische Feld drin dringt nicht so weit in das Material ein. Ja? Dann haben wir nur das μ, okay, ja, das μ muss groß sein, möglichst groß. Ja? Pi ist Pi. Ja? Pi braucht keine Beschreibung, Pi ist Pi. Und dann haben wir nur die Frequenz darin, ja? Die Frequenz F. Das heißt, je höher die Frequenzen wären, desto geringer ist diese Eindringtiefe. Bei der Eindringtiefe ist es da auf ungefähr 1 durch E abgefallen. Ja. Das heißt nicht, dass dahinter kein Feld mehr gibt, sondern das heißt, es ist schon relativ gering. Ja. Jetzt muss man natürlich schauen, dass das Material irgendwo hört es auf, ne? Da drüben hört es auf. Und natürlich dürfen auf der Seite nur mehr wenige Wirbelströme rinnen, weil sonst streuen die auch wieder ab. Das heißt,
im Endeffekt, je höher die Frequenz ist, desto besser funktioniert diese Abschirmung, einfach nur mit einem leitfähigen Blech. Okay? Der Skin-Effekt hilft uns, hochfrequente elektromagnetische Felder abzuschirmen, indem wir einfach die magnetische Komponente wegnehmen und dann ist die elektromagnetische Welle nicht mehr ausbreitungsfähig und fertig. Okay? Also hochfrequente Felder. Werden durch dünne, leitfähige Bleche abgeschirmt. Der Skin-Effekt erzeugt Wirbelströme. Die das Magnetfeld schwächen. Ja. Ja. Das nutzt man natürlich, ja. Das heißt, Mobiltelefone und so weiter, das sind nur mehr ganz dünne, ich meine, da geht es nicht um Megahertz, da geht es ja um viele Gigahertz, das ist ganz woanders daheim. Da reichen dann recht dünne Bleche an für sich und ich kann diese magnetischen Felder schirmen. Super Sache, ne? Hilft uns also. Ja? Das heißt aber, so hochfrequente Felder abzuschirmen, dann kastelt es halt einfach ein. Ja? Aber dieses Einkasteln, dieses Abschirmen, das muss schon gut passieren, das muss in allen Richtungen passieren. Das ist übrigens auch da beim magnetischen Feld, ja, das muss gut allseitig umschlossen sein. Wenn da irgendwo ein Schlitz drin ist oder so etwas, dann kann das Feld dort austreten. Ja. Und diese Öffnungen in den Blechen müssen mindestens kleiner sein wie die halbe Wellenlänge, die da auftritt. Ja. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Mikrowellen zum Beispiel habe, ja, dann darf ich da keine Löcher drin haben, weil sonst kann es durch. Das ist der Grund, warum zum Beispiel beim Mikrowellenherd in der Fronttüre die Strahlung, die ich da drin habe im Mikrowellenherd, die möchte ich nicht unbedingt da draußen haben, weil ich möchte, dass das Essen da drinnen warm wird und nicht mein Auge heraus. Ja, das ist gut eine Schau. Deswegen gehört das da drin geschirmt. Deswegen sind diese komischen Abdeckungen mit den vielen kleinen Löchern, ja, also, wieso macht man das? Na, genau deswegen, ja, dass das elektromagnetische Feld da drinnen, die Mikrowellen, geschirmt werden. Und da sind so ganz kleine Löcher drinnen, dass da die Wellen da nicht durch können, ja, weil die Wellen sind so groß für die Löcher. Und je höher die Frequenz ist, desto mehr kann und desto besser kann das da durch praktisch. Und deswegen, diese Löcher in diesen Sachen, die dürfen halt irgendwelche, die halbe der Wellenlänge nicht überschreiten. Ja. Ganz besonders gefährdet auch Kabeldurchführungen und so. Ja? Schreiben wir das auf. Schirmung. Kann durch Schlitze und Löcher, zum Beispiel Kabeldurchführungen, stark herabgesetzt werden. Wir sprechen von einer Schlitzantenne, gell? Wie gesagt, halbe der Wellenlänge. Stark herabgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen erhöhte Aufmerksamkeit. In diesen Bereichen.
Was heißt das, erhöhte Aufmerksamkeit? Ja, zum Beispiel die Kabelschirme, die wären mit dem Gehäuse verbunden. Ja? Also zum Beispiel Kabelschirm. Allseitig mit dem Gehäuse verbunden. Ja, das ist ja irgendwo ein Schlitz. Jetzt mache ich überall dieses Geflecht. Dieses Geflecht schließe ich überall an. Ja, überall an das Gehäuse. Ich habe irgendwo ein leitfähiges Gehäuse packt, da kommt der Kabelschirm und das schließe ich überall an. Nicht nur auf einer Seite irgendwie so, weil dann ist ja da praktisch ein Schlitz offen. Ja, überall angeschlossen. Ja. Kabelschirm allseitig mit Gehäuse verbunden, beidseitig aufgelegt. Dann können nämlich irgendwelche Ausgleichsströme erinnern. Haben wir schon mal gesagt, das ist vielleicht schlecht, nur einseitig auflegen und da sollen wir jetzt beidseitig auflegen, wenn es um die EMV bei Hochfrequenz geht und so weiter. Da haben wir da ein bisschen andere Sache. Und weil ungeschirmte Kabel nur über Filter führen. Also der Kabel einfach reinführen, da gehen wir ein Filterelement dazwischen, das eben die hochfrequenten Anteile ausfiltert. Weil sonst habe ich das super geschirmt und dann gebe ich praktisch ein Kabel hinaus und habe ich das Kabel, kann das rausblasen. Das ist schlecht. Ja. Ja, Gegenmaßnahmen zur EMV. HF-gerechtes Design und dann Schirmung. Ja, wie die Schirmung funktioniert, haben wir jetzt gesehen. So muss man das machen. Ja, im nächsten Video möchte ich kurz zusammenfassen, welche Maßnahmen denn so möglich sind, was ist HF-gerechtes Design und so weiter. Was kann man da machen in diesem Zusammenhang? Und welche Schirmungen, auf was muss man aufpassen und für welche Art der Störung der Kopplung hilft denn das? Ja? Das machen wir im nächsten Video, so eine kleine Auflistung der möglichen Gegenmaßnahmen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.